Trotzdem sehr klar. Gut.
einfach ein bisschen härter. Das ist ein bisschen zu, also auf die Entfernung etwas zu weich. Richtig, das Spiccato etwas höher. Ne? Brauchen wir jetzt aber nicht nochmal, lass uns lieber weiterspielen. Also das kannst du so von der Bogenarbeit sehr sportlich sehen. Also wirklich ein bisschen perkussiv. Benutzt du manchmal den Daumen? Kann das sein? Oder habe ich, das, ich glaube, da muss einmal, okay, da muss man aufpassen. Das klingt einfach so, wenn so langsam ist, nicht so schön, weil das im Ton dann ohne Vibrato ist. Vielleicht doch manchmal mehr wechseln, dass der Ton so schweben kann. Es ist manchmal so, dass es dann zu flach wird die ganze Zeit. Irgendwo braucht man mal was, wo es auch richtig aufgeht, klanglich. Ne? Oder so überlegen, ob man doch mal
an einer Stelle, wo man sagt, das ist jetzt hier ein bisschen der Höhepunkt, ob man da doch mehr wechselt. Weil das, du kommst irgendwie nicht weg von diesem Mezzoforte oder Mezzopiano. Du bleibst da so ein bisschen so gefangen drin. Das in aller Kürze. Sonst alles klar.
bisschen perkussiver spielen, wenn man fast springt. Da, da, da. Auch das Thema direkt am Anfang. Ja, oder richtig springen am Anfang ist natürlich dann blöd mit dem D, ne? Da, 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 da. Richtig springen. Da, 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 da. Springen. Das ist kein Problem mit dem D, ne? Das geht ja trotzdem. Ich finde es ganz gut. Das wird sonst schnell so ein bisschen brav, das Stück. Also man muss da so immer frech bleiben und auch eben von der Artikulation Abwechslung reinbringen. Ne? Und das ist auf jeden Fall immer, also eher so ein Bassist. Ja. Ja, super, wunderbar. Sehr schön. Es kommt gar keiner, oder wie? Party. Oh, Martin wartet dann.